Okay. Geht. Das macht nicht jeder Scooter. Hey, ich bin der René von Mikrofahrzeuge und hier im Hintergrund ist die Trittbrett-Hilde. Um die geht's heute. Die schauen wir uns zusammen an, was sie kann, was sie nicht kann. Wen das also interessiert, sollte jetzt dranbleiben. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal so vom äußerlichen Erscheinungsbild an. Ich finde es ja auf jeden Fall massiv vom Aufbau. Das ganze Fahrzeug hat 36 Kilo Fahrbereit, ist also schon ein bisschen Gewicht zum Ein- und Ausladen, zum Mitnehmen. Aber angepriesen ist sie für Offroad-Spaß ohne Limit. Und auf den ersten Blick sieht sie auch wirklich so aus, hier mit diesen 11 Zoll Stollenreifen. Relativ viel Federweg vorne, voll gefedert. Hinten haben wir auch eine einstellbare Feder drin. Die können wir einmal genau hier über die Verstellung härter und weicher stellen, über die Feder selber. Und den Rebound können wir hier auch einstellen. Wobei mir gleich auffällt, dass die Feder hier eigentlich ein bisschen zu kurz ist. Heißt, wenn wir jetzt hier lockern, ja genau, dann ist die hier schon locker drin und macht wahrscheinlich auch Geräusche. Aber soweit sind wir noch gar nicht, sorry. Ja, zurück zum Thema. Was auf jeden Fall geil ist, dass die so massiv vom Aufbau ist und eine Zuladung hat von 180 Kilogramm. Da können echt nicht viele mithalten. In der Regel, die größeren Modelle haben dann eine Zuladung von 150 Kilo, aber 180 Kilo Zuladung ist wirklich stark. Ja, ein Fahrzeug in der Größe ist für mich auf jeden Fall ein Tourenmodell. Nicht mehr leicht, kompakt, schnell zum mal mitnehmen für die letzte Meile, sondern dann wirklich für größere Strecken. Die Hilde gibt es einmal, ich glaube, mit 14,6, 14,7 oder 16 Amperestunden. Und laut Trittbrett erreicht die Hilde dann eine Reichweite von 70 bis 75 Kilometer. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht getestet, kann mir das aber nicht wirklich vorstellen. Falls es also schon jemand von euch getestet hat, schreibt doch mal bitte unten in die Kommentare, ob diese Reichweitenangabe hier wirklich real ist. Ja, was mir gut gefällt bei der Hilde, ist an sich die Bremsanlage vollhydraulisch von Zoom mit 160 mm Bremsscheiben vorn und hinten. Die sollte also auf jeden Fall ausreichend sein, um das Fahrzeug hier sicher abzubremsen. Ja, die breiten Offroad-Reifen hier sind Geschmackssache. Klar, im Gelände haben sie natürlich ihren Vorteil, aber auf der Straße, man sieht es, die haben nicht so eine schöne Rundung und dadurch bringen sie halt auch einfach nicht so ein schönes Fahrverhalten mit sich, weil das eher so ein bisschen wie so eine Kante ist, was dann eher so ein bisschen so ein Kippeln auf der Straße verursacht. Was bei den Reifen cool ist, ist, dass sie so einen Pannenschutz haben. Die haben so eine Gelschicht innen und dadurch sind sie natürlich relativ pannensicher. Was auf jeden Fall vom Vorteil ist. Ja, an den Lenkerenden haben wir hier Blinker verbaut. Dann haben wir einen Drehgasgriff, die Hälfte. Ich bevorzuge lieber immer so einen ganzen Drehgasgriff, aber es ist Geschmackssache. Hier haben wir Beleuchtung, An- und Ausschalter. Wenn man dann das Fahrzeug anschaltet, geht er hier erstmal auf P und kann dann über so einen NFC-Chip am Display entsperrt werden. Jetzt piepst er, jetzt hat es funktioniert. Display erkennt man jetzt nicht so viel auf der Kamera. Mit einem bloßen Auge geht's. Also ist jetzt nicht so, dass es so extrem schlecht zum Ablesen wäre. Hier können wir dann die Blinker bedienen und haben hier außerdem eine E-Brake, die eigentlich echt gut funktioniert, wo man schön nach Gefühl bremsen kann. Ja, die ganze Kabelführung und so ist eigentlich ganz gut gelöst. Ist zwar so, dass wir hier einiges außerhalb haben, ist aber überall ordentlich befestigt. Also ich glaube jetzt nicht, dass man hier irgendwo hängen bleibt. Klar, natürlich im Offroad-Bereich besteht immer die Gefahr, dass hier mal ein Stock reinhaut. Aber ist bis jetzt noch nicht passiert, also können wir da auch nichts Negatives sagen. Was mir gut gefällt, ist auf jeden Fall die Position der Ladebuchse. Muss man nicht irgendwo am Boden an der Seite rummachen, wo auch der ganze Dreck hinspritzt, sondern wirklich gute Position. Auch der Deckel hier zum Aufdrehen und der Anschluss ist super gelöst. Außerdem hat sie eine Schnellladefunktion, 48 Volt, wird vollgepumpt mit 54,6 Volt und 10 Ampere. Das heißt, das ganze Fahrzeug ist in circa 1,5 Stunden vollständig aufgeladen. Auch der Klappmechanismus ist hier wirklich massiv, meiner Meinung nach gut ausgeführt. Hier wird das Ganze entsichert, einmal entriegelt, der Haken geht hier automatisch raus
und wir können die Lenkstange klappen. Hier ist dann nochmal ein Stückchen, was hier eingehängt wird. Hier könnt ihr auch mal bei den Survival Masters oder bei Techniktests vorbeigucken. Die haben die Hilde ja auch vorgestellt. Da wurde das so ein bisschen bemängelt, dass wenn man die jetzt hier hoch und runter tut, damit das Ganze hier rausrutschen kann. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich packe so einen Scooter sowieso immer mit zwei Händen an. Einmal vorne, einmal hinten. Ich meine, das Ding hat über 30 Kilo. Ja, der Seitenständer ist eigentlich recht massiv. Cool ist auch, so wie es aussieht, kann man den hier noch einstellen. Je nachdem, wie schräg der Roller stehen soll und damit er natürlich auch sicher steht. Was nicht ganz passt, ist hier die Geometrie. Man sieht es, eigentlich sollte es ihn jetzt natürlich schon nach oben ziehen. Hier bleibt er immer in der jeweiligen Position, ohne jetzt hoch oder runter zu gehen. Irgendwie ist es nicht ganz perfekt. Ja, dann eigentlich richtig cooles Feature. Und zwar hat die Hilde einen entnehmbaren Akku. Sieht man sogar nicht von oben. Und zwar, weil der von unten rausgeht. Selber habe ich es noch nie probiert. Der Sven hat es aber schon gemacht und hat gesagt, ist übel der... ja. Nicht so cool, weil man muss im Prinzip den ganzen Roller auf die Seite umlegen. Hier gibt es auch keine Auflagepunkte, Gummis oder irgendwas. Man sieht es hier schon, dass er hier schon komplett zerkratzt ist. Das Katzenauge kriegt auch was mit. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. So, Akkuwechsel V1. Hier haben wir ein Schloss, da passt auch unser Schlüssel. Schloss auf und jetzt hier, okay, das wird nichts. Jetzt kann der Schlüssel nochmal raus, also nochmal zusperren, hoch. Dann probieren wir es so rum, Schlüssel auf, ziehen. Jetzt tut sich was, jetzt geht er hier unten auf. Hier sind Gasdämpfer drin, der kommt hier relativ gedämpft raus. Und jetzt also den schönen Scooter hier einfach auf die Seite legen. Und dann kann man hier den Akku entnehmen. Was natürlich super ist, ist, dass alles echt ordentlich abgedichtet ist. Er hat eine super Verarbeitung. Ich glaube, der ganze Roller ist IP65. Das ist dann schon ganz ordentlich gegen Feuchtigkeit geschützt. Ob er das wirklich braucht, ob er im Offroad überhaupt durchhält, schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Jetzt ist zu. Geht er nicht raus? Von hier sieht es aus, als würdest du auf der Straße sein. Man muss hier also auf jeden Fall kräftig ziehen. Okay, das ist ja echt mies. Dann machen wir noch schräger. Boah, jetzt hat es noch die ganze Seite zerkratzt. Boah, das ist echt nicht so cool gelöst. Okay, da ist er. Hier haben wir natürlich einen Ladeanschluss. Wobei ich mir überlegen würde, ob ich den Akku rausmache. Okay, also Akkuwechsel haben wir gesehen, ist cool und macht Spaß. Okay, Thema Akkuwechsel ist beendet. Wir machen weiter. Hintere Aufhängung, Rahmen, wie gesagt, die Verarbeitung sieht eigentlich alles echt gut und ordentlich aus. Hier haben wir einen Metallhalter hinten für die Kennzeichenhalterung. Da wackelt nichts. Hier hinten kleppert ein bisschen was beim Fahren. Ich denke, das ist das Schutzblech hier. Ich glaube, das gleiche Spiel ist hier vorne. Ja, genau, das macht da vorne den Lärm. Kleppert hier auch ein bisschen. Hier könnte man vielleicht noch ein bisschen Gummi zwischenlegen. Dann sollte es eigentlich schon erledigt sein. Ja, was die Hilde dann doch beliebt macht, ist, man kann hier im Untermenü den Ländercode umstellen auf 25 oder glaube 31 km/h. Geht relativ leicht. Ein paar Mal klicken. Muss ich aber nicht nochmal zeigen. Haben die Kollegen schon gezeigt. Klickt am besten einfach mal bei denen auch rein. Technology Live, Techniktests, Wickerwille, Survival Masters, alle, die da am Start sind. So eine zweite Meinung ist eh immer gut, wenn man sich das einholt. Ach so, vielleicht ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Und zwar hat die Hilde hier hinten einen Bosch-Motor verbaut mit 500 Watt Nennleistung. An der Federung vorne haben wir auch die Möglichkeit, hier die Druck- und hier unten die Zugstufe einzustellen und das Ganze für uns anzupassen. Gut, genug gelabert. Wir schauen jetzt mal, ob wir zwei uns hier anfreunden können. Los geht's. So, hier sind wir mit unserem Panzer und können den Test beginnen. Militärisches Übungsgebiet. Ich würde sagen, das passt perfekt. Ja, jetzt geht's los. Direkt zum Start habe ich hier was zu bemängeln. Und zwar das Trittbrett. Eigentlich sieht das so groß aus. Aber ich weiß echt nicht, wie ich hier richtig stehen soll. Sven, komm mal neben mich und film mal von der Seite. Das Problem ist jetzt,
stehe ich einfach zu nah an der Lenkstange. Das heißt, ich bin beim Bremsen nicht sicher, weil ich mich hier nicht weghalten kann von der Lenkstange und mich stoßt es nach vorne. Um einen sicheren Stand zu haben, muss man die Füße einfach ein bisschen auseinander tun und man sieht es, wo ich jetzt stehe. Jetzt stehe ich hier hinten auf dem Federbein und das macht das Ganze natürlich auch unangenehm. Also in dem Short, was ich da veröffentlicht habe, habe ich ja gesagt, dass mich so extrem durchgeschüttelt hat und so. Aber da war auch das falsch eingestellte Fahrwerk schuld. Weil jetzt habe ich das Fahrwerk weicher gemacht und wenn ich jetzt hier breitbeinig einfach mal draufstehe und hier durchfahre, dann geht es eigentlich schon. Also es wird doch besser gedämpft, wie ich gedacht hätte. Kann auch sein, das war die Position, wie ich da drauf gestanden bin. Ja, da hinten kriegst du natürlich jeden Schlag dann voll über die Feder ab. Aber eben, Fuß neben Fuß finde ich nicht gut, weil du kannst halt einfach Beschleunigungs- und Bremskräfte nicht mit dem Körper nehmen und ziehst und drückst dann hier an dem Lenker und das soll man nicht. Der Lenker ist nur zum Lenken, den Rest macht man normalerweise beim Scooterfahren mit dem Körper, indem man hier ein bisschen mitarbeitet, was hier aber schwer fällt. Was mich auch ein bisschen ärgert ist, hier an der Seite ist ja kein Gummischutz und noch abgerundet. Das heißt, wenn ich meinen Fuß irgendwo hier abstelle, dann ist es echt richtig rutschig. Ganz hinten hier geht es noch am Deck entlang, da habe ich ein bisschen Halt, aber hier vorne, das ist ja nicht so cool. Ist auf jeden Fall mega der Nachteil, wäre für mich fast ein K.O.-Kriterium, wenn ich mich einfach auf dem Scooter nicht wohlfühle und einfach keinen sicheren Stand habe. Ihr könnt mir auch gerne eure Erfahrung schreiben, vielleicht sagt ihr, hey, ist doch gar nicht so, ich stehe da mega gut drauf, ich habe da mega den guten Stand. Vielleicht seid ihr auch deutlich kleiner oder größer wie ich und das verändert das Ganze. Aber für mich, meine Meinung, nicht so ideal. Okay, wir machen jetzt einfach mal kleines 1 gegen 1, EPF 2 mit dem Sven als Fahrer, ich mit der Hilde. Haben beide 500 Watt Nennleistung, oder? Du hast keinen Servostart, ich eigentlich schon, aber ich schucke jetzt mit dem Fuß mit an, damit es fair ist. 1, 2, go! Alter, du ziehst mich einfach ab. Okay, jetzt komme ich, ne? Wer ist schneller? Du bist auch ein bisschen schneller, ja? Okay. Okay, damit das Ganze fair ist, tauschen wir jetzt nochmal, weil ich bin ein bisschen fetter wie der Sven. Bereit? Achtung, fertig, go! Okay, jetzt ziehst du vor und jetzt überhole ich dich wieder, weil der EPF 2 ist minimal schneller. Minimal, jawohl. Okay, wenn wir schon dabei sind, fahren wir einmal durch die Wiese, dann schauen wir mal, wie das ist mit abseits der Straße. Bereit? Go. Boah, da kämpft sie aber schon hart. Okay, ich bin zumindest durchgekommen. Aber da war es jetzt so nass und matschig, dass die breiteren Reifen einen einfach besser gehalten haben. Du bist eingesunken, ja. Okay, also EPF 2 gegen Hilde, powermäßig schenken sie sich nicht viel. Ich weiß, dass der EPF 2 richtig gut geht, heißt, dass die Hilde auch nicht so schlecht geht. Ich finde aber, wie sie angepriesen ist für Offroad und so wie sie vom Aufbau ist mit der Bereifung und der Größe, hat sie dann doch wieder zu wenig Power. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mit Dual-Motor richtig geil wäre und richtig Spaß machen könnte, auch im Gelände. Aber so fehlt einfach die Kraft. Das fängt eben schon an, sobald man in die Wiese kommt, da braucht man gar keine Steigung, geht einfach die Power aus und Wiese und Steigung oder sowas, keine Chance. Hier jetzt so ein Weg ohne Steigung durch den Wald, macht natürlich Spaß und funktioniert. Ich habe immer noch das Problem, dass ich einfach nicht weiß, wie ich stehen soll. Ja, ich muss sagen, da war ich jetzt in meinem Short ein bisschen zu voreilig, dass es echt einen so extrem durchschüttelt. Jetzt, wo wir haben das Fahrwerk weicher gestellt, ist es echt besser. Also jetzt wird es eindeutig besser gedämpft. Was ich auch spüre an meinem Fuß, ist hier diese Ringschnalle, um den Akku zu entriegeln, auch nicht so angenehm. Bremsen sind natürlich mega und mit so einem breiten Reifen bringt man die Bremskraft auch echt gut
auf die Straße. Sven hat es jetzt mal kurz fast gelegt. Sorry, ich habe keinen Rückspiegel. Aber ja, die Bremsen beißen echt ordentlich. Und auch die E-Brake, die ist echt super abgestimmt. Also man kann das hier wirklich perfekt dosieren. Jetzt ist E-Brake ganz leicht gemütliches Abbremsen. An sich ist auch das Gas, finde ich, super zu dosieren. Ansprechverhalten ist eigentlich auch gut. Das passt eigentlich alles soweit. Probier mal, ob ich hier durchkomme. Ah, komm, komm, komm. Ganz langsam, aber ich bin hoch. Ich will mal die Treppen da runterfallen. Film von unten. Meinst du, es geht hier runter? Bodenfreiheit hat sie ja. Gut ist auch, dass das Schutzblech hinten nicht ganz so lang ist. Sorry. Könnte gehen, oder? Soll ich es einfach mal probieren? Okay. Geht. Das macht nicht jeder Scooter. Okay, kurzes Abschlussfazit zur Trittbrett-Hilde. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, so vom Erscheinungsbild ist echt eine Granate. Sie gefällt mir gut, mächtig, massiv und macht echt einen bulligen Eindruck. Ja, so ein richtiger Offroad-Scooter. Dem, finde ich, wird sie aber leider nicht ganz gerecht, weil einfach für den Offroad-Bereich, für die Steigungen, für unbefestigte Wege, Matsch, größere Steine, einfach die Power fehlt, ist einfach so, muss ich ganz ehrlich sagen. Außerdem habe ich ein großes Problem, um hier einen sicheren Stand zu finden. Ich habe das im Video öfters gezeigt, wie ich dann meistens den Fuß hier hinten drauf habe, was dann wiederum nicht so cool ist. Ich muss leider weitermachen und nochmal was Negatives bringen. Und zwar, ich habe es euch gezeigt, das mit dem Akku wechseln, finde ich, geht gar nicht. An sich echt cooles Feature, entnehmbarer Akku. Aber so wie es hier umgesetzt und gelöst ist, gefällt es mir einfach nicht. Finde ich nicht gut gelöst. Ja, wer sich für die Hilde interessiert, ich schaue natürlich gerne den Link unten in die Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, um den nächsten Test, das nächste Review nicht zu verpassen. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao.